Hallo Freunde, zu einer weiteren Folge LS22 Hof Bergmann. Ja, und zwar haben wir ja in der letzten Folge unsere Mission abgeschlossen. Und dann habe ich ja gesagt, wir spielen vor auf September. Das habe ich jetzt auch getan. Ihr seht es oben in der Anzeige, wir haben September. Das heißt, es sind jetzt neue Missionen gekommen. Und dann gucken wir gleich mal rein. Ja, da hätten wir jetzt einmal Sorghumhirse. Dann hätten wir hier einen großen Auftrag für Kartoffeln. Das Feld 4. Können wir mal drüber nachdenken. Dann haben wir hier nochmal Sorghumhirse. Und hier haben wir noch einen großen Kartoffelauftrag. Okay, das ist jetzt auch erstmal nicht Sinn, was wir jetzt machen wollen. Denn ich habe einen Fehler festgestellt, den ich mal in den Anfangsfolgen gemacht hatte, wo wir hier das alles gekauft haben. Wir haben Geld ausgegeben für etwas, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Und das werden wir jetzt wieder veräußern. Und das zeige ich euch gleich mal. Na. Ja, geht plötzlich das Tor auf. Und warum? Wir haben diese Anlage hier gekauft. Ich zeige euch das gleich mal auf der Karte. Na. Genau, diese Anlage haben wir gekauft. Und die kostet schlanke 409.752 Euro. So sieht's aus. Und die brauchen wir eigentlich gar nicht. Also. Dazu. Und dann verkaufen wir diese Biogasanlage einfach wieder. Und schon haben wir wieder Geld. Geht's das noch auf und zu? Okay, das wollen wir ja nicht. Und jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Jetzt können wir nämlich unseren Kredit sofort zurückzahlen. So, schon haben wir keinen Kredit mehr und wir haben immer noch 378.000. Ja, so, jetzt gucke ich noch mal nach die Felder. Ich habe hier noch Mais drauf. Das glaube ich noch im Wachstum. Richtig. Hier vorne haben wir ein Feld, das ist schon vorbereitet für die Aussaat. Ne, Quatsch, hier haben wir schon ausgesät. Genau, hier haben wir den Weizen drauf, der im Wachstum ist. Das haben wir aber Boden im Prozessionsfarming gemacht. Das heißt, die Ernte wird nicht so berühmt ausfallen. Und hier hinten haben wir ja noch ein Feld. Da ist jetzt nur gekalkt worden. Genau. Das werden wir jetzt mal grob haben. Weil wir wollten ja, was war hier drauf? Hier war Babbel und Mais. Ne, Weizen. Weizen war ja drauf. Weizen war da drauf. So. Gleich mal Weizen, was kommt dann als nächstes? Genau, Hafer wollten wir drauf machen und Hafer kennen wir aber erst im also von März bis April aussehen. Das heißt, wir werden das jetzt nur grubbern. Nur grubbern. Halt. Wir fahren jetzt erstmal unseren Kalker weg. Dann werden wir das Feld grubbern.
habe jetzt noch übrigens ein paar Kennzeichen mit reingenommen. Da ist es noch das alte Kennzeichen. Ich zeige euch gleich mal was. Moment, wo haben wir stehen? Wo habe ich stehen? War das der hier? Ne, da war es auch noch nie. Ich wollte doch hier was umgestalten. Habe ich das nicht getan? Okay, dann machen wir es da mal. Ist auch nichts, nein. So, dann tun wir das gleich mal. Reparieren können wir auch gleich mal mit. Konfigurieren, Kennzeichen, genau. So, dann habe ich mir Folgendes gedacht, dass wir hier diesen Typ nehmen. Ja? Als, sage ich jetzt mal, Stadtkennzeichen oder als Regionkennzeichen nehme ich hier mein AS für den alten Sachsen. AS, genau. Hier nehmen wir jetzt das HB für Hofbergmann. HB. Und hinten fangen wir ganz einfach an mit der 0 und der 1. So, das ist jetzt unser erstes Fahrzeug. Wir machen das Ganze natürlich schwarz, vorne und hinten. Und okay, konfigurieren. Genau, und jetzt passt das. So, gucken wir uns das gleich mal an. Das ist sozusagen unser Kennzeichen jetzt mit unserer. Das war das der Arsch gekauft, ich glaube, ja. Und deswegen hat er jetzt die 01 und dann geht es so weiter und so fort. Okay. Ja, was ist jetzt noch weiter geplant? Wir werden jetzt auf jeden Fall das Feld probieren. So, dann werden wir mal den Schweinchen was reinfahren. So, dann holen wir gleich noch eine Rolle Stroh. Ja. So, was haben wir denn jetzt an Stroh drin? Ja, das reicht. Ihr seht, Basisfutter, die sind jetzt komplett versorgt, ne? Unsere kleinen Ferkelchen. Gut, hier haben wir ja in unserem Hühnerstall den Hahn und die 20 Hühner. Die werden wir jetzt nehmen und werden die umlagern. Ich weiß gar nicht, ob wir denn hier überhaupt Hühner transportieren können. Da müssen wir mal gucken.
ist der Brunnen jetzt im Weg. Hier ist er richtig rum. Ja, jetzt aber. So, mal sehen, ob das schon reicht. Na komm, ein Stück weg wieder. Warum geht das jetzt nicht? Genau. Auswählen. Genau. Und genau, jetzt haben wir den hier im Hänger drin. Hier werde ich komplett nur auf Enten umstellen. Hier werden wir uns bei Enten noch halten. Und die Hühnerproduktion werden wir natürlich dann oben in unserer Hühnerform ansiedeln. Ich hoffe, ich komme jetzt hier gescheit raus. So, da fahren wir jetzt mal in unsere Hühnerfarm. So, jetzt muss ich mal gucken. Genau, hier raus ging das nämlich. Da haben wir das letzte Mal das Tor gar nicht wieder zugemacht. Okay. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo hier der Tierdrücker ist. Die Türe ausladen gehen. Ja, da hinten. Da muss ich erst mal schauen. Oder ist da drin? Ah ja, wir müssen von hinten ran. Okay. Das heißt, wir müssen ja einmal rumfahren. Ah gut, da ist genug Platz, das passt. Dann machen wir hier mal auf, fahren wir hier mal her und so, jetzt gucke ich mal, ob das reicht oder ob ich hier wirklich noch. Oh je. Geht auf jeden Fall besser. Na, was ist denn hier wieder los? Nein, wir müssen noch weiter ran. Da erkennen den Hänger noch nicht. Ja, ist ja klar, so blöd, wie wir da stehen. Machen wir das noch ein bisschen genauer. Aber das sollte jetzt reichen, denke ich mal. Nein, wir müssen hier komplett einmal rein. Das könnte enge werden, denke ich.
Also weiter geht es jetzt definitiv nicht. Gut, müssen wir von vorne ran. So, jetzt gucken wir mal. Ne, geht immer noch nicht. Warum kommen wir... Ah, es kann sein. Moment, Moment. Muss ich denn noch aufklappen? Gucken wir jetzt mal. Jetzt geht's vielleicht. Komm hier nicht rein. Von der anderen Seite probieren. Ja, das sieht schon besser aus. So, ich hoffe, das geht jetzt. Hä? Nein, geht wieder nicht. Oha. Na, geht's euch gut? Ja, ne? So, weiter geht es definitiv nicht. Ich probiere das jetzt nochmal. Wenn nicht, ist es ein bisschen blöd, dann müssen wir die wieder mit runternehmen. Ne, macht er nicht. Ich komme ja nicht ran. Wisst aber auch nicht noch, wie ich hier reinfahren sollte. Hier komme ich nicht rein, hier komme ich ohne rein. Müssen wir vielleicht wenigstens hier gerade hinterfahren, aber das seht ihr, das ist zu hoch. Ich komme hier nicht rein. Ich kann ihn ja ohne runterlassen. Ja. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Geht das jetzt nicht auf? Wir stellen uns aber heute auch wieder ein. So. Problem ist jetzt nur, wir können ja zweimal keine Ahnung Drücker haben, nicht auf den oder doch auf den Wagen zu greifen. Also, was sagt uns das? Ja, tut mir leid, ihr lieben Hühnerchen. Aber da ist schon mal hoch, bin schon so weit gefahren, okay. Ein bisschen eine Chaosfolge momentan. Aber auch das lernen wir noch. Ja, Freunde, wir machen Folgendes.
Ich werde die Hühner zum Fleischer schaffen. Hier werde ich komplett alles leer machen. Wir werden hier keine Enten ansiedeln, weil wir werden den Hühnerstall dann irgendwie einfach so. Da wird sein Sud darf sein Fristen. Mehr wird er nicht werden. Wir werden ihn hier also nicht mal bewirtschaften. Und ja, ich schaffe jetzt die Hühnerchen zum Fleischer. Wenn wir schönes Hühnerfleisch draus machen. Tut mir leid, ist jetzt halt so. Und dann werden wir in der nächsten Folge oben unsere Hühnerfarm oben mal bestücken. Also, wenn es gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Kanal-Abo könnt ihr auch da lassen. Und dann sage ich mal, bis die Tage. Macht's gut.